So, und damit herzlich willkommen zurück hier. Ich glaube, den kann ich jetzt wegnehmen. So war es geplant. Wir brauchen eine Spitzhacke. Und es wird dunkel. Ja, ich glaube, so machen wir das auch. Dann haben wir oben noch. Ich glaube, oben müssten wir noch eine Reihe rausgehen. Bin ich mir jetzt aber gerade nicht so sicher. Haben wir noch Spitzhacken oder muss ich eine neue machen? Guck mal eben. Guten Tag. Quatsch, da. Komm, sag mal nicht so geizig. Wir machen eine neue. 1, 2. Eisen war unten drunter, ne? Da. 1, 2, 3. Machen wir drüben gleich im Haus. Dann können wir nämlich auch direkt pennen gehen. Wären, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob wir nochmal... warte, wir machen erst die Spitzhacke. Weil ich habe die Tendenz, das zu vergessen. Ah, warte mal, ich muss mal ganz kurz auf den anderen Monitor switchen. So. Ich habe das Aufnahmeprogramm nicht gesehen. Das ist nicht gut. So, 1, 2, 1, 2, 3. Zack. So, dann gehen wir eben pennen. Ich will immer da schlafen gehen. Ich habe das jetzt noch drin. Und das, wie lange haben wir das Schlafzimmer schon nicht mehr da? So. Puste erstmal voll ins Mikrofon rein. Eben, guck mal, wir haben hier haben wir sowas schon. Das müssen wir nicht an allen Ecken haben. Hier haben wir das so ähnlich. Wo ich zugeben muss. Ne, es geht zu weit. Wenn das nicht so weit rausgehen würde, hätte ich die beiden miteinander verknüpft irgendwie. So, wir machen diesmal erstmal die erste Etage fertig, also das Erdgeschoss in dem Sinne. Wir haben ja Zeit. Wir haben die Folge 100 übrigens überschritten. Ist mir gerade aufgefallen, als ich mal die Menge der Aufnahmen... Ist es gerade mal die fünfte? Vierte? Fünfte? Keine Ahnung für heute. Aber wir haben die 100 überschritten. Ich hätte es nicht gedacht, dass diesmal wirklich... Die erste Staffel war auch, glaube ich, bis 130, 140 Folgen am Stück und dann kamen immer wieder Unterbrechungen. Keine Ahnung mehr, was da war. Aber ich hoffe, ich habe Besserung gelobt und ich glaube, es funktioniert auch mal. Wie viele Folgen das hier insgesamt werden, weiß ich nicht. Also ich hoffe, ja, dass wir wenigstens so ein kleines Dorf hinkriegen. Und ich würde auch ganz gerne hier, aber das ist noch ein bisschen Zeit bis dahin, so vorweihnachtlich auch noch so ein Projekt hier zu starten zu dieser Welt. Da müsste ich mir dann allerdings eine Kopie anfertigen. Okay, das ist jetzt uninteressant. Aber hier so ein Weihnachtsspecial draus zu machen oder so. Ich hatte auch letztes Jahr echt überlegt, warum ich keine Erde mitgenommen habe. Mal so einen Jahresrückblick zu machen, aber ich weiß es noch nicht. Vielleicht mache ich dieses Jahr mal einen. Bock hätte ich da mal drauf. Aber da müsste man echt gucken, wie man es gestaltet. Ich habe das noch nie gemacht. Ich muss mich da erstmal so ein bisschen einarbeiten. Aber es ist ja noch mehr als genug Zeit bis dahin. Ich meine, wir haben jetzt den 7. April. Es kommt mir vor, als wenn gestern noch Silvester gewesen wäre. Heute ist übermorgen ist Ostern. Das ist heftig. Das ist so krass, wie die Zeit dieses Jahr fliegt. Also, es ist Wahnsinn. So habe ich das von Anfang an gedacht, wie es hier aussieht jetzt. Ja, aber wie gesagt, Jahresrückblick. Wir gucken mal, was bis dahin alles passiert. Ich meine, bis jetzt ist schon sehr, sehr viel passiert dieses Jahr. Unglaublich viel, aber da würde ich Ende des Jahres drauf eingehen. Auch hier die Klickzahlen sind mal kurzfristig so nach oben geschossen, dass es mich echt schon ja, erschrocken hat. Aber gut, wir gehen jetzt wieder anscheinend auf Normalpegel zurück. Und es ist auch nicht ganz so schlimm, weil, ja, vielleicht kommt nochmal was dazu. Vielleicht kriegen wir nochmal so einen kleinen Hype, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall erstmal herzlichen Dank an die neuen Abonnenten. Es sind, ich hatte die Zahl vorhin noch im Kopf. Ich glaube, das können wir knicken so. Eine Spitzhacke da.
Wie gesagt, vielen Dank an die neuen Abonnenten, an die Leute, die reichlich schreiben hier. Vor allen Dingen vielen Dank an Lars, der hier mehr als viel schreibt. Also er schreibt regelmäßig. Und jetzt habe ich keine mehr, doch. So, hier haben wir Redwood, haben wir nicht mit. Also setzen wir erstmal Kobbel dazu. Warum habe ich die denn jetzt vertauscht? Machen wir erstmal so. Also so habe ich mir das vorgestellt in etwa. Haben wir noch... Ah doch, das müsste eigentlich reichen. Pass mal auf, wir gehen mal eben kurz hier hoch. Hier wäre jetzt... Boah, das ist schwierig. Haben wir noch? Natürlich, doch. Ich wollte gerade sagen, natürlich nicht. So wäre der Plan. Würde man hier das Dach runterkommen lassen komplett? Und hier noch eine Wand ziehen. Pass mal auf, wir setzen mal eben den Turm ein Stück. Warte. Ich hau mal eben die ganze Menge Kobbels raus, die wir noch haben hier. Das, nein, wir haben noch welche. Ich bin schockiert. Ich mache das jetzt erstmal nur von der Seite, damit man ungefähr sieht, wie es aussehen würde. Ich weiß auch gar nicht, wie hoch wir noch gehen müssen. Pass mal auf, wir machen den Turm komplett erstmal. Das heißt komplett, zumindest so weit, wie wir jetzt kommen. Können wir doch abdichten hier. Da müssen wir hinterher auch noch Fenster reinsetzen. Das war auch nicht, dass wir hier gleich absegeln. Ein Absturz in dem Spiel reicht. Erstmal. Oh Gott. Ja, das ist halt gefährlich, wenn man nach unten buddelt. Ich mag das auch gerade mit dem Mix aus Steinen hier, also mit den beiden Sorten. Ich glaube, wenn wir eine Sorte genommen hätten, wäre das nicht so interessant geworden. Also ich finde schön, aber ich finde alles schön, was ich mache. Das ist schon aufgefallen irgendwie. Nein, es gibt auch Dinge, die fand ich scheiße. Die habe ich die haben wir am Anfang schon wieder weggepflückt direkt. Uah. So. Und dann haben wir keine mehr. So, dann können wir mal eben... Aua. Ich wusste es. Ach so, wir sollten ja auch mal... Wir können jetzt außen rumlaufen, auch mal hier eine... Tür reinhämmern. Das werden Doppeltüren. Ich guck mal nachher, ob das passt. Oder wir gucken später. Mal, haben wir noch? Haben wir? Warum haben wir die mit? Ich weiß es nicht. So. Wenn wir das so machen. Ich würde die bis dahin so abdichten. Und dann mit den Bricks. Würde ich das so machen? Haben wir eine Fackel zufällig mit? Wir brauchen eine Fackel. Warte mal.
Ja, ich weiß, was wir hier machen. Hier kommt der Eingang zum Labor. So, warte mal. Spitzhacke. Jetzt natürlich noch nicht. Das ist, dann kommst du hinterher hier so durch. Die nehmen wir auch mal weg. Ist natürlich jetzt nicht extrem geräumig werden. So, ich mach das auch mal zu hier. So, und wenn wir jetzt... Wir machen das ein bisschen gruselig. Ich weiß gar nicht, ob das so funktioniert, wie ich es gerne möchte. Muss ja nicht so extrem ausgeleuchtet sein. So, und hier gucken wir mal, dass wir so ein Treppenhaus nach unten kriegen. Dann brauchen wir gar keine... Gar nicht so ein schmales Ding hin mit Leiter oder so. Hier bauen wir echt ein kleines Treppenhaus runter. Und hier so eine Geheimtür vorsetzen. Da wird ja jeder vermuten, ah, ist ja eh nur Treppenhaus, ne? Ja, ist es aber nicht. Doch, das könnte ich mir so vorstellen. Ob das jetzt hier so das Nonplusultra ist, weiß ich jetzt nicht. Ich lasse es erstmal so, wir können es ja immer noch korrigieren. So, das haben wir hier. Und jetzt brauchen wir eigentlich ein Holz für hier oben. Da war ja meine erste Idee, wir nehmen, warte, wir machen ja schon das Dach quasi, Modo. Moment. Ich weiß nicht, warum ich fürs Holz immer nach oben laufe. Warte, wir brauchen das hier, Spruce Logs nehmen wir mal mit. Brauchen wir nicht so viele wahrscheinlich. Und die nehmen wir auch mal mit. Was haben wir hier? Stripped Spruce. Das können wir in der fürs Innere nehmen. So. Ich bin gespannt, wie es am Ende aussieht. Ob das so... wir gehen erstmal pennen. Nein, ich guck's mir diesmal nicht an. Nein. Wir gucken uns nicht an. Ich wollte auch noch den Enchantment-Table bauen. Aber da brauchten wir, glaube ich, irgendwas für, ne? Grave Dust haben wir. So eine Teile auf jeden Fall. Die könnten wir dann nach Lars stellen. Also Enchantment-Table. Also alles, was, ne? Was so in die Schematik, Forschung passt. Ja, ich wollte gerade ein paar Dinge, nein. Ich habe da gerade so ein paar Ideen noch bekommen. So, dann machen wir jetzt, hier ist der Haupteingang. Wir müssen ja nur eine Tür bauen. Wie gesagt, hier, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wir können mal eben, ach, wir haben sowieso zu wenig davon. Ist egal, wir machen es hinterher, wie ich schon sagte. So, pass auf, hier oben würde ich jetzt das hier nehmen. Tür mache ich gleich rein. Den können wir wegnehmen. So. Ach, du Scheiße. 2, 3, 4, 5. Nee, das ist zu viel. Das ist zu viel. Warte. Wir machen hier nur eine Dreierhöhe. Weil wir brauchen ja auch noch ein bisschen Dach oben. Aber jetzt packt er die wieder nicht zu... Ich hasse es. Ich weiß auch nicht, warum es so ist. Ich mach mal eben nur die eine Wand hier. Ich will mal wissen, wie, möchte mal wissen, wie das von der anderen Seite rüberkommt. So, und dann würde man jetzt hier... Ist zu weit, ne? Ja, klar, ist die zu weit. Nee. Nee, machen wir anders.
Ja, ist ungefähr so, wie ich es mir vorgestellt habe, glaube ich. So, wir brauchen jetzt die hier. Machen wir hier eins. Hier oben würde das Dach das abdichten. Dann machen wir hier eins, 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 eins. Und hier zwischen würde ich die Tür machen. Das wird allerdings eine 1, 1, 2, 1, 2, eine Doppeltür. Ich weiß nicht, warum der mit dem Einsammeln so am. Es teilweise nervt es schon ein bisschen, muss ich zugeben. Mal eben so ein bisschen das Inventar leer machen. Und wir müssen überlegen direkt, wie wir das Dach machen. Weil das werden wir jetzt direkt mitmachen, aber ich mach die mal eben kurz raus hier noch. Nee, Quatsch, wir können es dort rausnehmen. Steine brauchen wir im Moment auch nicht. Nein, das ist nicht Stein. Was mache ich hier? Schwupp, schwupp. Koppel. Die brauchen wir hinterher auf jeden Fall nochmal. Glaube ich. Brauchen wir auch gerade nicht. So. Wir haben zumindest erstmal Platz. Ach, wir können mal eben nach oben gehen. Wir brauchen Lapislazuli. Ach, wir haben auch noch die Grey. Warte. Inksack. Wir können uns noch welche von denen machen. Buhnenmehl haben wir noch. White Dye. Oh, Gesundheit, danke. Oh mein Gott. Kann sein, dass wir oben andere Fenster nehmen. Was wollte ich jetzt machen? Ach so, ja. Ich weiß nicht, warum ich jetzt drüben an der Dingens gucken gehe. Ach nee, wir machen erstmal hier. Ach nee, 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 warte, Glass. Wir müssen mal eben ganz kurz hier dran. So, Glass, ich hätte gerne für die oberen, hätte ich gerne die hier. Okay, da müssen wir Scheiben. Grey Dye. Was ist das hier? Was war das hier? So, mit Light Grey. Ah, Mann, da kriegen wir die auch. Wollen wir bei den. Huch! Wollen wir bei den Fenstern bleiben? Ach komm, wir machen das einfach. Gott, warte mal. Wenn ich den Tintensack mitnehme, haben wir Black. Okay, pass auf, ich mach mal eben was. Was passiert, wenn wir das so machen? Ach so, dann haben wir die Black. Nee, das gefällt mir nicht, muss ich zugeben. Pass auf, wir machen es trotzdem wie gehabt. Ist egal. Irgendwann fällt uns was Neues ein. So, schwupps, zack. Haben wir 8 Stück. Weil ich mag die Fenster eh, also ist es eigentlich egal. Ich bin so schlau. Ich wollte noch ein paar andere Dinge machen, bevor wir jetzt da weitermachen. Und zwar wollte ich noch. Oh, wie heißen die denn nochmal? War irgendwas mit Frame Sekunde, kurz husten. So, das waren. Boah, da gab es was fürs Roof. Da. Frame Slope. Daraus könnte man ein Dach machen, ein Dächelein.
Für das brauchen wir den. Okay, wenn wir die haben, da bekommen wir 6. Was müssen wir dann hier? Brauchen wir die 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Nee, ich möchte es eigentlich nicht so machen. Wir sehen uns morgen wieder. Ich muss mir kurz was überlegen. In diesem Sinne, bis morgen.